Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ich weiß, warum Sie hier sind, was hier gespielt wird. Das ist eine Säuberungs... Labor 02 entriegelt und geöffnet. Zugang zu Labor 02 gewährt. Wir schnüffeln ein bisschen darum, was? Ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Schwester, die Kandidaten für das Programm sollten keine lebenden Verwandten oder Freunde haben. Dafür bist du verantwortlich. Ich erwarte, dass diese Angelegenheit schnell und leise gelöst wird. Ich werde das nicht akzeptieren, wissen Sie? Jahre der Plackerei zum Wohle der Menschheit. All das. Jemand musste die Drecksarbeit übernehmen. Sie waren zu feige, sich die Mühe nehmen, kleine Kälteschen zu machen. Sind wir nicht etwas zu alt für Versteckspielchen? Komm raus, wo immer du steckst. Labor 01 entriegelt und geöffnet. Wenn Sie weiter hier herumschleichen, kommen meine Freunde noch auf den Gedanken, dass Sie uns ausbrüten. Mir bis jetzt vertraut. Wir alle wollen dasselbe. Wir haben andere Möglichkeiten in Betracht gezogen und es wird immer Risiken geben. Utopia funktioniert garantiert. Ich weiß, der Vorstand sträubt sich noch angesichts der Zahlen. Aber wir sollten es als Hausputz betrachten. Problem gelöst innerhalb einer Generation. Es wird nur eine deutlich kleinere sein als zunächst gedacht. Aber das muss nicht schlecht sein. Wir schlagen uns seit fast 100 Jahren mit der Überbevölkerung herum. Es ist so einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, nicht wahr? Dann sagen Sie mir, wer ist das wahre Monstrum? Der Wolf, der das Schaf verschlingt? Oder der Jäger, der seine Welpen in ihrem Bau in Stücke... Bitte nicht! Ich bin Wissenschaftler! Mark Dean. Perfekter Kandidat für das Projekt.
Wir haben ihn vor ein paar Wochen von der Straße geholt und im Recycling eingesetzt. Er ist ein kompletter Niemand. Wir haben seine DNA mit allen Datenbanken abgeglichen. Keine lebenden Verwandten. Warnung! Sicherheitsverstoß registriert. Unbefugte Implementierung des Notfallprotokolls bestätigt. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ihr Bruder wurde am 17. in die Forschungsabteilung versetzt. Aufgrund der Natur seiner Arbeit wird er nicht in der Lage sein, Sie auf absehbare Zeit zu kontaktieren. Es tut mir so leid, Maddie. Alles wird... Es tut mir so leid, Maddie. Alles wird...
Sei vorsichtig da draußen. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich.